Am Wort Martha Bissmann von der Liste Pilz. Meine liebe FPÖ, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich stelle Ihnen jetzt nämlich eine Frage. Was ist jetzt mit Ihrer vielgelobten direkten Demokratie? Mehr Mitbestimmung und so weiter. Gilt das nur, wenn Ihnen das Thema zu Gesicht steht, wenn es Ihnen genehm ist? Sie liefern echt wieder mal ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie heuchlerisch Ihr Umgang mit Demokratie ist. Das Volk darf gerne mitreden, aber nur, wenn es uns in den Kram passt. Was ist hier passiert? Am 11. Dezember 2017 haben Sie, liebe ÖVP, und Sie, liebe FPÖ, gemeinsam beschlossen, das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie zu kippen. Warum haben Sie das gemacht, liebe FPÖ? Ich nehme an, um einen Popularitätszugewinn zu erreichen. In Wirklichkeit aber ist das gescheiterte Klientelpolitik, weil das, was passiert ist, damit haben Sie sicher nicht gerechnet. Dieser massive Widerstand aus der Bevölkerung, die von der österreichischen Krebshilfe initiierte Online-Petition, hat 470.000 Unterschriften gesammelt, fast eine halbe Million in wenigen Tagen. Von wegen Politik verdrossen. Die Menschen wollen mitdrehen, sie wollen mitgestalten, vor allem wenn es um ihre Gesundheit geht. Es ist unsere Aufgabe hier im Hohen Haus, nein, es ist unsere Pflicht, den besorgten Bürgerinnen und Bürgern Gehör zu verschaffen, ihnen zuzuhören, ihnen eine Stimme zu geben. Die Opposition hat geschlossen diesen Ruf gehört und sie hat was getan. Sie hat nämlich einen Clubobmann Peter Kolber von der Liste Pilz, Matthias Strolz, Clubobmann von den Neos, Pamela Rendi-Wagner, Sie haben diese Petition in den Petitionsausschuss eingebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich war gestern in diesem Ausschuss. Was ist da passiert? FPÖ und ÖVP haben gegen die Zuweisung zum Gesundheitsausschuss gestimmt. Und damit haben Sie verhindert, dass wir jetzt rechtzeitig im Parlament hier dieses wichtige, emotionale, politisch hochgradig brisante Thema diskutieren, debattieren, uns damit jetzt beschäftigen können. Es ist aber nicht nur diese Petition, indem sie im Gesundheitsausschuss zugewiesen wird, wird sie behandelt vor dem 1. Mai und damit rechtzeitig behandelt. Ob ich Märchen erzähle oder nicht, das dürfen gerne die Zuseher beurteilen und gerne die anderen Zuhörer hier im Raum. Es ist aber nicht nur die Petition, die Sie missachten und die Sie niedrig kleinreden. Es ist auch das Volksbegehren, das heute schon einige Mal zur Rede gekommen ist. Heute Morgen, das Don't Smoke Volksbegehren, das gerade Unterstützungsunterschriften sammelt. Heute Morgen haben es 420.000 Leute unterschrieben. Jetzt sind es schon 432.000. 12.000 Menschen haben heute während dieser Sitzung unterschrieben. Trotz stundenlanger Wartezeiten in den Gemeindeämtern, trotz IT-Probleme im Innenministerium, trotzdem erreichte dieses Volksbegehren bereits mehr als 430.000 Stimmen. Die FPÖ nennt dieses Volksbegehren unseriös und politisch motiviert. Also wirklich, das ist wirklich ein Blödsinn. Politisch motiviert von der SPÖ. Die Initiatoren dieses Volksbegehrens, Ärztekammer Wien, Krebshilfe Österreich, das sind renommierte, unabhängige Fachleute. Politisch motiviert wollen nur von der politisierten Öffentlichkeit, die bereit ist, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, gegenüber einer ignoranten Regierung. Das, was Sie hier sehen, ist Aufschrei der Zivilgesellschaft. Das ist gelebte Demokratie im Gegensatz zur gelenkten Demokratie, die Ihnen ja wohl offensichtlich lieber wäre. Zum Thema Gesundheit wurde heute schon viel gesagt. Frau Bundesministerin Hartinger-Klein, Sie haben in Ihrer Antwortgebung ja eindrucksvoll geschildert, was die Gesundheitsfolgen von Rauchen sind, obwohl Sie bei der Frage zum Passivrauchen ausgewichen sind. Es gibt wissenschaftliche Evidenz, wir haben es heute auch gehört. Sie tun mir persönlich ein bisschen leid, dass Sie so ein großes intellektuelles Opfer bringen müssen in der Ausübung Ihres Amtes. Sie haben mir den Auftrag,
sich um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern und müssen hier wirklich etwas tun, das dem nicht entspricht. So, Herr Strache, ich kann mich noch gut erinnern, Sie haben im Wahlkampf, Sie sind im Wahlkampf in den Fernsehdiskussionen gesessen und haben den Mund sehr voll genommen und gesagt, wir haben sicher keine Angst vor der Meinung des Volkes. Richtig, haben wir ja nicht. Richtig. Jetzt aber in der Regierung schaut die Welt anscheinend schon ganz anders aus. Das haben wir von Ihnen schon öfters erlebt und das werden wir noch öfters erleben. Naja, dann stimmen Sie doch der Volksbefragung zu, wenn Sie nicht Volksabstimmung, es geht vielleicht wirklich zu weit, weil das bindet Sie ja. Es gibt heute einen Antrag, Sie können ja zustimmen. Die FPÖ, mit Ihrem Verhalten, das Sie jetzt gerade an den Tag legen, beweisen Sie ja nur etwas, worauf wir immer hingewiesen haben. Sie sind nicht die soziale Heimatpartei, gar nicht. Sie tun nur so vor der Wahl. Und noch ein Fakt. Ein paar Sätze zur direkten Demokratie noch. Im Wahlkampf hat Sebastian Kurz für direkte Demokratie geworben. Er wollte, dass wenn 10% der wahlberechtigten Bevölkerung ein Volksbegehren unterschreibt, es dann zu einer verpflichtenden Volksabstimmung kommt. Gut, die FPÖ, Sie haben das sogar noch viel tiefer gesetzt, die Schranke. Sie wollten 4%. Nach 4% kommt es zu einer verbindlichen Volksabstimmung. Und was ist jetzt passiert nach der Wahl? Sie haben die beiden Zahlen addiert, 14% daraus gemacht. Und das erst ab 2022. Dann, wenn diese Regierung nicht nur zeitlich, sondern auch moralisch schon längst am Ende ist. Das, was heute passiert, das setzt der ganzen Sauerei noch die Krone auf. Sie bringen einen Initiativantrag ein, der das Nichtraucherschutzgesetz in Lichtgeschwindigkeit kippen soll. Ohne Begutachtungsfrist, die bei solch wichtigen Gesetzen üblich ist, hier im Parlament. Im Eiltempo peitschen Sie durch, Sie verweigern sich den sachlichen Dialog und hoffen, dass die Leute das bald vergessen. Aber ich verspreche Ihnen, fürchten Sie sich vor den Wählern, die vergessen das nämlich nicht. Und wir werden auch dafür sorgen, hier geschlossen in der Opposition, dass das die Wähler nicht vergessen. Den beiden Regierungsparteien sei jetzt abschließend gesagt, wenn Sie sich den Dialog mit der Bevölkerung verweigern, werden wir Sie dazu zwingen. Wir bringen die Stimme der Menschen hier ins Parlament. Und Herr Strache, lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Sie wollten mehr Mitbestimmung, Sie wollten mehr direkte Demokratie. Ich gebe Ihnen jetzt symbolisch die Hand und überreiche Ihnen damit die 432.000 Stimmen, die das Volksbegehren unterschrieben haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren wirklich aufmerksam. Ich bin begeistert. Martha Bissmann von der Liste Pilz kritisiert nicht zuletzt, dass das eigentlich am 1. Mai in Kraft tretende Rauchverbot in der Gastronomie ohne Begutachtungsfrist über einen Initiativantrag aufgehoben wird.